Herzlich willkommen zu dem geilsten Livestream ever, Freunde! Ich bin fucking hyped. Ich bin heute von der Arbeit gekommen. Denk mir nix. Guck in Assetto Corsa rein. Und es ist einfach mal die fucking Nordschleife Queen Hell drin. Und ihr wisst, was das heißt, Freunde. Ich habe für nächste Woche gesagt, wir fahren den 24 Stunden von Nürburgring. Ich hab's euch versprochen. Wir fangen heute mit dem freien Training an. Kevin Estre und der Benny Miss werden ins Steuer greifen. Ich sitze hier. Es ist soweit, Freunde. Wir fangen heute mit dem freien Training an. Und als erstes wird Kevin Estre fahren. Wollen wir die Session starten? Wie gesagt, Leute. Ich bin hyped. Ich muss mal meinen Namen ändern, sehe ich gerade. TBM. Ja, doch, TBM passt. Ihr seht es, Kevin Estre, Pepper. Habt ihr Bock, Freunde? Habt ihr Bock auf die Nordschleife? Habt ihr Bock, dass ich jetzt auf die Nordschleife gehe? Wenn ja, schreibt mal ein 1 in den Chat. Wollt ihr, dass ich die fucking grüne Hölle fahre? Eine der geilsten und schwersten Rennstrecken der Welt. Ab geht's. Kevin Estre, zeig, was du drauf hast. Ihr seht die Strecke. Ich versuche, die Strecke zu erklären. Ich mache jetzt mal eine Runde Nordschleife. Der Benny Miss. Green light, show them what you got. Und da geht's auf die Piste! Green Hell, hier schon anbremsen. Zu weit nach außen gekommen, die Runde ist eh versaut. Ich würde erstmal wieder reinkommen. Es ist ja nur das freie Training, Freunde. Wir fahren natürlich mit dem berühmten Crello. Fucking shit, Alter. Ich zeig euch mal den Crello von außen. Ist ja auch wirklich kloppt, dass wir mit dem Crello fahren. So, das ist immer noch die Compris-Strecke, die brauche ich euch dann nicht zu erklären. Hier kann man schön mit Vollspeed fahren. Hier schön anbremsen. So, und jetzt geht's hier. Auf die berühmte Nordschleife. Hier schön das Anbremsen. Hier sind die meisten, hier riecht's auch, hier sind auch die vielen Fans auf der Nordschleife. Wow, da habe ich mich fast überschlagen.
Es ist eng. Ich kenne ihn nur. So. Hier war das berühmte Brünnchen, glaube ich. Dann geht's hier runter. Richtung Karussell. Bergwerk. Hier kann man schön Gas geben. Flugplan. Hier schönes Anbremsen. Also ich habe mir schon mal vorgestellt, Nordschleife. Ich fliege nicht, dachte ich rutsche viel mehr weg. Das Anbremsen hier. Wow! So, jetzt geht's Richtung Karujona-Karussell. Ist, glaube ich, der Niki Lauda-Knick hier. Aber mein Lieblingsteil ist die Döttinger Höhe tatsächlich. Hier schon das Anbremsen. Hier ist damals auch ein Kevin Esre schon mal abgeflogen. Wie gesagt, ich habe auch das Crello-T-Shirt an, ne? Ich hoffe, dass die wieder vorne mitmischen dieses Jahr. Wir werden uns zusammen gucken. Sehr wahrscheinlich. Ich werde es vorzocken. Ich suche mir noch zwei Fahrer, die dann noch zu mir kommen, weil 24 Stunden Stint ist schon heftig. Schönes Anbremsen hier. Es sind 25 Kilometer übrigens. Fast 26 Kilometer die Strecke. Also ich habe noch Zeit zu üben. Ich weiß übrigens, wie die Anfangs... Jetzt kommt das berühmte... Hier muss man schön innen fahren im Karussell. Über die... Oh, da war ich. So, das war das Karujona-Karussell. Jetzt geht's Richtung Fuchsröhre. Kleines Karussell. Ein bisschen zu schnell unterwegs. Aber ruhig ein bisschen abbremsen. Ihr merkt, ich bin zu schnell. Bremst ruhig ab, Leute.
Aber wie geil ist es, mit dem Krello auf der Nordschleife zu fahren? Das war schon immer mein Traum. Mit dem Porsche 911. Auch mit der Startnummer 911. Übrigens, hier kann es sein, dass es auch Nacht wird. Wow, 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 wow. Aber schön abgefahren, die Karre. Den Porsche. So, das ist das kleine Karussell, jetzt geht's Richtung Döttinger Höhe. Und auf der Döttinger Höhe kann man wunderbar beschleunigen. So, hier ist die Döttinger Höhe und jetzt Vollgas, jetzt Vollgas. Hier kann man richtig Vollgas geben. Das ist die Döttinger Höhe, das ist mein Lieblingsstreckenabschnitt auf der Nordschleife. Und hier geht's auch schon wieder Richtung Start und Ziel. Und das war eine Runde auf der Nordschleife. Und jetzt zeigt euch der Benny Mills, was wirklich in ihm steckt. Jetzt geht's auf eine schnelle Runde. Also bis jetzt fahren wir ganz gut. Wie gesagt, ich lese den Chat gleich. Ich konzentriere mich jetzt mal komplett nur auf die Strecke. Weil es ist wirklich eine der schwierigsten Strecken der Welt. Es ist die schwierigste Strecke der Welt. So, und jetzt geht's wieder auf. Jetzt sind wir wieder im Hatzenbach. Jetzt geht's wieder auf die berühmte Nordschleife. Und diesmal wünsche ich auch eine Runde, die zählt. Und die Sonne scheint ganz schlimm gerade auf die Strecke. So viel kann ich euch mal sagen.
Ich bremse lieber mal ein bisschen früher ab. Könnt sagen, was ihr wollt. Im Moment fahre ich ganz gut. Und dann versaue ich mir meine Runde. Fuck, Mann! Bis dahin war ich so gut unterwegs. Ich hab die Kurve verpasst, ey. Aber jetzt wieder volle Konzentration, weil ich jetzt den Rest hinkrieg. Nee, ist es. Ich krieg's gar nicht, ich glaub, da mal auf den Chat gucken, ey. Ich glaube, ich hol mir jemanden in den Stream, am 24-Stunden-Stream, der mir den Chat vorliest, weil... Ohne Scheiß. Ich sag's ehrlich, Leute. Ich mach mal kurz Pause. Ich sag's euch. Ich brauch jemanden, der mir das kommentiert. Der mir meinen Chat vorliest. Ohne Mist, ich guck einmal mehr, guck ich einmal kurz auf meinen Laptop, fliege ich direkt ab. Man muss hier vollkommen, also 1000% auf die Strecke fokussiert sein. Auf nichts anderes, Leute. Weil ich will am Ende ganz oben stehen. Bei dem 24-Stunden-Rennen mit dem Crello. Wie gesagt, es ist die schwierigste Strecke der Welt. Ich hab schon wieder auf den Chat geguckt, da passiert sowas. Ich muss mir da was überlegen, einen von meinen Zuschauern, den ich sehr viel Vertrauen schenke, der darf beim 24-Stunden-Rennen gerne als Gast bei mir im Discord sein. Ich muss mich hier vollkommen auf die Strecke konzentrieren. Vollkommen auf die Strecke. Es ist die schwierigste Strecke der Welt. Morgen gibt's wieder Final Fantasy. Heute gibt's Ich werde auch noch einen GT3 Cup fahren. Alter! Bin ich so doof für die Nordschleife oder was? Ach, Cat, lenk mich halt ab. Ich bin gerade am 24 Stunden üben. Ich muss die Nordschleife auswendig können. So.
Jetzt kommt gleich wieder mal. Wow! Weil diesmal konnte ich das Auto abfahren. Könnt ihr mal im Chat schreiben, was ihr gerade von dem Spiel haltet? Macht es euch Spaß? Assetto Corsa? So, jetzt kommt wieder mein Lieblingsstreckenabschnitt. Und jetzt Vollgas! Jetzt geht's wieder auf die Döttinger Höhe! Und hier kann man ruhig Vollgas geben. Döttinger Höhe! Ja, okay. Ich war viel zu schnell. Viel zu schnell. Aber es war auf jeden Fall besser als letzte Runde. Die letzte, es war fast eine halbe Sekunde schneller. Über eine halbe Sekunde schneller. So, jetzt hier schön anbremsen. Ich gehe in die Box. So, Chat. So, kurz Auto aufgetankt, jetzt geht's wieder raus. So, jetzt schön beschleunigen. Es ist vorbei. Das freie Training ist beendet. Aber ich kann nur noch ein bisschen gucken, wo ich hier Fehler mache, zum Beispiel wie hier. Wer ist denn noch alles im Chat? Wer hätte denn Bock, Co-Kommentator beim 24-Stunden-Rennen zu sein? Bei 24 Stunden so konzentriert fahren, dass du keinen Fehler machst, ist Hardcore. Das ist Hardcore, Chat. Gerade bei der Nordschleife. Weil irgendwann bist du nicht mehr konzentriert. Der Grello. Der 911er Grello. Hier geht es dann jetzt auf die Nordschleife. Hatzenbach. Sehr gut genommen. Und hier schmeiß ich die Karre weg. Hier ist das Brünnchen, glaube ich. Wie gesagt, wir werden es auch zusammen gucken. Das 24-Stunden-Rennen. Sehr wahrscheinlich. Ich versuche pünktlich zum Start zu Hause zu sein. Weil ich vorher arbeiten bin.
Immer mache ich hier den Fehler an der Strecke, an der Kurve. Mache ich immer wieder denselben Fehler. Kurz vom Karussell. Meine Fresse. Wann lerne ich es, Leute? Wann? Danke für dein Lurk, Mission Fella. Wir fahren hier gerade das freie Training für nächste Woche. Und schön angebremst. Wow! Und ich flieg schon wieder ab. Ich sag ja, das ist die schwerste Strecke. Chat. Ich werde mir noch 1000 Videos über die Nordschleife angucken, wie man zu fahren hat. Mir tun auch schon die Finger weh. Ich sag's euch vom Bremsen und vom Gas geben. So, jetzt geht's Richtung Karussell. Hier schön anbremsen nochmal. Wäre schon die Kurve genommen. Nächstes Jahr fahre ich auf jeden Fall hin zum 24-Stunden-Rennen. So, jetzt kommt das Karussell. Nein, immer noch nicht. Ist die fucking grüne Hölle, Alter. Jeder Fehler wird hier sofort bestraft. Janis, moin. Ach Mann, ey, scheiß Bot. Und seht's, Leute. Ja, ich grille bestes Auto, ist so. Kevin Elstriff. So, jetzt seht ihr auch mal den Grillo. Alter. Kannst du gar nicht, weil ich eins anhab. Ich hab alle von Grillo. Ich hab sogar eine Käppi. Den Mantai. So, aber ich fahre lieber so. Ich kann auch so fahren. Das ist euer Lieblingsstreckenabschnitt. Meiner ist die Göttinger Höhe, wo ich gerade drauf los war. Vielleicht aufs Gras gekommen. Hier das kleine Karussell. Wow, ich habe das kleine Karussell endlich mal perfekt genommen. Und jetzt geht's
auf die Döttinger Höhe. Oh Mann, ich crash noch vorher. Döttinger Höhe ist einfach der geilste Streckenabschnitt der Welt. Ich schlag schon wieder ein. Und jetzt geht's wieder auf die Start-Ziellinie. So. Wir sind Letzter geworden, herzlichen Glückwunsch. So, ich hätte wir jetzt auch noch in die Box gefahren. So. Und jetzt haben wir nur noch das Qualifying vor uns. Ah, das Qualifying. Da muss ich kurz meinen Mod anrufen. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich sag mal, so Leute, wir haben das freie Training beendet, ja. Ich werde jetzt einfach ein Einzelrennen fahren. Nee, ich werde jetzt einfach eine Meisterschaft starten, eine neue Meisterschaft. Aber dazu muss ich kurz den Stream beenden, weil ich das 24-Stunden-Rennen einzeln hochladen will und die Meisterschaft einzeln hochladen will auf YouTube. Also nicht weggehen, ich bin gleich wieder bei euch. Thank you.